wie man ein Fortnite-Pro wird. Tipp 1. Sämtliche Internetmedien sind ja bis zur Kotzgrenze voll mit Fortnite. Und jeder, einfach jeder, reiht sich in dieses gemeinsame Reihen ein. Ich bin mir allerdings sicher, dass ich das nie spielen werde. Also herzlich willkommen zu Fortnite. Hey Leute, wir spielen. Nicht lustig. Aber nur weil viele gefragt haben, ja? Dafür möchte ich aber bis heute Abend noch wie Ninja werden. I want to be Ninja. Also vielen Dank, dass ihr diesen Channel mit einem kostenlosen Abo unterstützt. Dann mal bier Ninja soon. Also ich habe es in 7 Matches auch tatsächlich geschissen bekommen, mal einen umzubringen, ja? Die Eltern tun mir sehr leid, also meine. Also bevor ihr jetzt irgendwie ein falscher Eindruck entsteht, ich weiß absolut, was ich hier tue. Loopplay 360 No Skill Deluxe, die Sonderschulklasse, ist wieder am Start. Blau-weißer Partybus, schalalala. Die springen alle jetzt schon ab. Kommt mir fast so vor, als wüssten die was. Aber ja, Leute, so ist das. In einem Moment fühlt man sich noch schlau, in einem anderen fährt man mit dem Bus. Plot-Twist, ich bin der Busfahrer. Ja, komm, ich suche mir mal da hinten so eine kleine einsame Ruine, oder wo ich mein tristes Dasein fristen kann. Wenn ich mich hier runterbeuge, bin ich schneller, ja? Speedy Gonzales am Start. Wenn ich nach oben gucke, dann bin ich nur Regular Gonzales. Oh, es geht schon los. Die schießen sich da schon ab. Zum Glück lebe ich stressfrei, Freunde. Aber man könnte das jetzt abusen, aber das ist mir viel zu laut. Das war extrem smooth. Leichtfüßig wie eine Gazelle, Freunde. Guckt sie euch an. Jemand zu Hause! Oh, hier liegt was. Das möchte ich. Möchte das bitte alles haben. Es hieß immer, auf den Dächern gibt's Kisten, aber entweder bin ich blind oder blöd auf beiden Augen. Ist hier eine Kiste drunter? Ich weiß es nicht. Oh ja, da ist eine. Holla, die Waldfee. Gimme, gimme. Da möchte man sich doch glatt betrinken. Ich verfalle übrigens schon wieder in alte Gewohnheiten, ja. In einer Minute und 20 zieht sich der Sturm zusammen. Ich bin da, glaube ich, bei meinen ersten Matches 5-mal gestorben, weil ich es einfach nicht gecheckt hatte. Ich habe mir gewünscht, dass es irgendwo steht. Also ich muss jetzt auf jeden Fall da in den großen Kreis, sonst bin ich am Ass, Leute. Am Ass. Gelb-brauner Partybus. Schalalala. Juh, da braut sich was zusammen. Ich muss mich in der Tat mal ein bisschen beeilen gerade, sonst wird's oberpeinlich. Ja, ich bewege hier einfach mal ein bisschen meine dicken Schenkel. Oh, das ist aber schön hier. Unglücklicherweise bringe ich sehr viel Waffengewalt in dieses Land. Also momentan noch nicht, weil ich bewege meine dicken Schenkel. Ach so, dieser Kreis ist noch gar nicht kleiner geworden. Ich hatte alle Zeit der Welt. Ich habe mich mal hier selber zur Party eingeladen. Bin bereit zum Sterben. Ihr könnt loslegen. Man kann sich hier auch Festungen bauen, ja. Also die Pros, die können das natürlich schneller. Ich nicht. So, Freunde, hab jetzt hier meine Festungen zusammen. Und jetzt halte ich hier Wache. Ich bin der Ritter meines Forts. Ja, der Fort Knight. Wie ist denn das eigentlich? Muss man jedes Mal sammeln, bevor es hier losgeht? Oder kann man sich auch irgendwie mal einen Vorrat zusammenschnurren und dann mit 58 Trilliarden Holz in so ein Match reinstarten? Wie machen die das alle? Ich sehe hier nur immer Leute immens hohe Türme bauen, so einfach aus dem Nix. Und ich frage mich, was wissen die? Alles klar, ich glaube, ich muss ja mal ein bisschen vorsichtig vorgehen. Ich wusste schon, ballern an jeder Ecke, da ist auf jeden Fall einer. Den erwische ich natürlich nicht hier mit meiner komischen Schrotpistole oder was das ist. Vielleicht zerre ich mir mal hier noch so eine Limo rein. Na, schaden kann es ja nicht. Ich habe immerhin 3 von den Dingern. Und eventuell ist ein Sturmgewehr hier da weh. Wenn ich übrigens gleich sterben sollte, Leute, macht euch keine Sorgen. Das ist alles nur Spaß. Ja, ich tue nur so. Wenn ich richtig spielen würde, hätte ich quasi schon gewonnen. So, na mein Freund, hol dir mal deinen Loot. Nee, der baut sich eine Mauer. Alles klar. Die Frage ist, bekämpfe ich den jetzt oder renne ich zum inneren Kreis? Ich muss, glaube ich, in die Zone rein. Das sieht ziemlich übel aus für mich. Der sniped mich sowieso gleich von hinten weg, der Kollege. Oh, guck mal, da ist der Eiffelturm. Ich bin schon ganz nah an Paris, Freunde. Ich kann gleich meinen Sommerurlaub machen. Okay, hier sind Leute. Männchen, mal schauen, ob ich hier irgendetwas reißen kann. Jetzt hätte ich schießen können, wenn ich gezielt hätte. Leck mich doch am Sack! Ja, ich weiß halt auch nicht, wo hier eine Maustaste ist. Ich glaube, wichtig ist es, sobald man einen Gegner sieht, sich sofort irgendwie ein Fort zu bauen und sich da zu verstecken. Und dann ganz bitterlich zu weinen. Ich finde das super geil. Oh nein, da ist einer. Verdammt, ich gehe woanders hin. Nein, ich bleib da. Es kommt halt drauf an, wer zuerst eine Waffe findet. Die war, Digga. Ah, ich finde eine. So, mein Freund. Jetzt gehen wir auf die Yacht. Jetzt gehen wir auf die Yacht. Okay, wo bist du? Wo hast du dich versteckt? Ich hab halt kein Holz. Ich kann doch nicht mal eine Festung bauen. Oh, yes, baby. I'm finally Ninja. Was haben wir denn hier? Ach, eine Falle. Schildschrank. Oh, das ist ja äußerst löblich.
Und ihr habt noch nicht mal die Kiste sich gesnackt. Hell yeah. Oh, komm, hier, gimme, gimme. Oha. Noch ein Schildtrank. Nice. Habe ich alles gebraucht. Würdest du bitte hier aus dem Weg gehen? Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, ich kann alles kaputt machen, aber nicht diese dämliche Pappkiste hier oder was. Was ist denn hier die Nummer 6? Ich weiß es gar nicht. Was ist das? Ich bin überfordert. Oh, shit. Okay, ich hab's begriffen. Ich glaube, ich brauche nicht zwei Bogen. Ich nehme hier lieber das Ding mit. Das hat sich ja schon mal als sehr nützlich erwiesen. Und so eine kleine Cola auf der Faust wäre auch ganz nett. Nee, ich werde mich jetzt mal hübsch in Richtung Zone machen. Direkt auf dem Weg zu Shifty Shafts. Shifty Shafts of Grey. Wer kennt es nicht? Wie schießt denn das Ding hier überhaupt? Ach, das ist so ein Sniperoni hier oder was? Das ist doch mal gar nicht so mies. Jetzt weiß ich vor allem auch, warum die alle da vorne abspringen. Die wollen halt nicht 5 Stunden in der Gegend rumlatschen. Die wollen Action, Mann. Die wollen Action. Genauso wie ich es gleich besorgt kriege hier. Nehmen wir die. Die sieht ein bisschen besser aus. Okay, der ist hier. Aber wo? Kills, Baby, 2 Kills. Und ich habe eine orangene Pistole. Moment mal, die will ich aber nicht. Die will ich für die andere eintauschen. Hier für Nummer 3. Komm, Kimi. Dann nehme ich auch gleich hier das bessere Sturmgewehr. Oder das Blau besser? Verdammt, ich weiß es nicht. Ich nehme einfach Blau, Blau ist schöner. Ich glaube, ich werde zum Fan von Schrotflinten, Freunde. Da muss ich nicht so viel zielen. Der hat mich mehrmals erwischt. Das ist natürlich nicht so geil. Eine Impulsgranate. Ich möchte eigentlich nichts ablegen. Der Bogen, der ist mir ein bisschen zu wertvoll, wenn ich ehrlich bin. Oh, 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 da, 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 da. Moment, Moment, Moment. Na, 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 na. Ich treffe die nicht. Verdammt! Das ist aber auch lahm. Oh! Das gibt's doch nicht. Boah, ich reise da jetzt ein, Alter. Moment, das kriegen wir hin. Oder machen wir jetzt hier einen schweren Fehler? Ich weiß es noch nicht. Kills, Baby! Yeah! Oh, vor allem kleiner Schildtrank. Auf jeden Fall. Den ziehe ich mir jetzt rein. Komm, wir müssen unsere Leben hier aufnehmen. Benutze den mal. So, das läuft doch jetzt hier aber schon alles wesentlich besser, oder? Jetzt stelle ich mich nicht an wie der letzte Volltrottel. Ich meine, die Typen sind wahrscheinlich genauso Noob wie ich. Also habe ich noch nicht das Recht, auf mich stolz zu sein. Ja, aber immerhin. Wir haben es ja live im Kasten, ja. Der Pilz hatte auch schon mal bessere Tage. Das ist ein Sonnenpilz. Oh nein! Oh nein! Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Okay, ich habe glücklicherweise noch 2 Minuten. Und circa 7 Kilometer, die ich zurücklegen muss. Nein. Ah, aua, das war nicht gerade geil. Jetzt habe ich mich gerade gelobt, ja, und schwupps. Zeigt einem Gott wieder, wer der Meister ist. Ich hätte vor allem diesen dusseligen Bogen hier ablegen müssen. Ich glaube, das ist nicht so ganz mein Stil. Ich muss halt noch so das Feeling für die Waffen kriegen. Das ist halt gar nicht so leicht. Es funktioniert alles ein bisschen anders und ich sollte hier natürlich vorsichtig sein, sonst snipt mich einer weg. Oh, da drinnen sitzt keiner. Es scheint auch irgendwie nichts los zu sein, sagte er und starb. So, jetzt ist hier natürlich blöd, jetzt bräuchte ich mal hier irgendwie so einen kleinen Aufgang oder sowas in der Art. Ja, das war... Reden wir einfach nicht drüber, okay? Ach, verdammt, wie schaffen das die Leute hier koordiniert mit vorzugehen? Also, ich weiß es nicht. Moment, doch, so geht's doch. Ich mach das gar nicht mal so schlecht, oder? Oh! Ah, ich bin ja schon hier drin, Mann. Alles klar. Mal kurz umschauen. Damit mich hier auch nicht jemand klammheimlich von der Seite wegsneakt. Was sind da eigentlich für eine enorm geile Villa, Alter? Darf ich die beziehen? Moment, da ist einer. Den schaffe ich nicht von hier. Da hinten knallt es gewaltig. Jetzt habe ich hier den Dude verloren. Ich weiß nicht, wo er ist. Der steht gleich hinter mir. Surprise, Mofuga. Ich werde hier einfach mal schauen, was sich machen lässt. Oh Gott! Hilfe! Nein! Ah, von wo kommt der denn? Oh Gott, von da oben! Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Oh, verdammt! Verdammt, 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 verdammt! Nein! Ah! Ich wollte gerade heilen. Ich weiß nicht, wo er war. Ich bin viel zu nervös. Oh, ach, da stand die.
Oh, ich dachte, es kommt von irgendwo von Bergen oder so. Okay, das habe ich echt nicht... Das ist niederschmetternd, nicht wahr? Hey Leute, das waren meine fast ersten Fortnite-Abenteuer. Falls ihr Bock habt auf mehr, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Dann weiß ich Bescheid. Ansonsten zockt mal das auf jeden Fall in meinem Stream weiter. Ich finde, es macht richtig Bock. Man muss halt erstmal ein bisschen einsteigen, muss ein bisschen das Feeling kriegen, die Waffen kennen, die Locations kennen. Und dann geht das alles ganz locker von der Hand. Ja, ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet Spaß. Und jetzt kommen wir noch zu den Shoutouts. Für alle, die neu sind und sich vielleicht wundern, ich grüße am Ende von den Videos in nächster Zeit immer mal ein paar Leute, die mir einen Screen davon schicken, dass sie mich abonniert und die Glocke aktiviert haben. Ganz vielen Dank also an Creepy, Daumen hoch für dich, gebe ich gerne zurück und fette Grüße gehen raus an dich. Auch an PrimalFX ist schon eine ganze Weile dabei, freut mich mega, dass du mich so lange supportest, dass du so lange Freude hast mit meinen Videos und ganz liebe Grüße auch an dich. Und zum Schluss Sammy, Dankeschön, ich habe jetzt nicht alles von der Nachricht gelassen, weil das doch ziemlich persönlich ist. Allerdings wünsche ich dir von Herzen alles Gute und ich freue mich, dass dir meine Videos so viel bedeuten. Also ein großes Herz an dich und alles Beste für dich. Mach dir einen wundervollen Tag und der Rest natürlich auch. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß im Video. Schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Tut euch nicht weh, unterstützt mich enorm und freut mich auch noch wahnsinnig. Und dann sehen wir uns. Bis dann, haut rein und tschüss.